Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zurück zu Ikaros Prometheus. Ja, unser Moa, den haben wir ja nun schon einen Ausflug gemacht hier und ich finde, das ist eigentlich eine interessante Art. Was wir uns auf alle Fälle nochmal zulegen werden, ist nochmal ein Büffel und dann werden wir mal gucken, wenn wir den Wagen für ihn gebaut haben, wie viel der dann tragen kann. Das werden wir also auch noch uns auf alle Fälle noch anschauen. So, ich habe verschiedene Dinge hier am Laufen, wie zum Beispiel die Glasproduktion, die mittlerweile schon wieder fertig ist. Ich habe da also mal auch ein paar Glasflaschen hergestellt, dann ein paar Glasgefäße. Hier tun wir momentan nochmal ein bisschen Glas herstellen. Kann nicht schaden auf jeden Fall. Der Schrank ist natürlich auch voll. Ne? Mal ein kleiner Überblick, was wir so momentan haben. Beton wird hergestellt. Eine ganze Menge. Und kann man sicherlich auch gebrauchen. Ich glaube, die Schränke waren leer. Da ist nichts drin. Ja, hier habe ich vor lauter Langeweile einen Haufen Seile hergestellt, weil wir so viel Häute haben. Und die bringen ja auch ein paar Punkte. Ne? Und durch unseren Bonus sind es dann ein, zwei Punkte mehr. Und das bei, ja, 1000 Stück sind so und so viel 1000 Punkte mehr. Da sind wir auch schon beim Thema. Wir haben das Level 50 überschritten. Ich habe Holz geholt, ich habe Steine geholt. Und am Ende, ja, sind wir drüber. Und dann waren natürlich noch ein paar Tiere im Weg, besonders am Zaun. Und da sind wir schon fast wieder Level 51. So sieht's aus. So, dann haben wir hier unsere Werkbank. Da gibt es auch verschiedene Sachen, die wir hier haben. Haufen Munition, dann ein bisschen Platinblech und so weiter und so fort. Ich habe auch hier jede Menge Platinen vorbereitet. Und am Ende wird es nicht reichen, weil... Ja, ganz einfach, weil es nicht genug ist, ne? So, dann haben wir natürlich hier auch noch unsere Bank für das Fladenbrot, was einen sehr geilen Buff bringt, wie ich finde. Aber unterm Strich, ja, wird es wohl nicht das Richtige für uns sein. Beschränken wir uns hier im Moment erstmal auf das Gesundheitstonikum, feine Sache. Ja, hier sieht es so aus, dass das hier vor sich hin gammelt. Ich habe davon schon was verfrachtet, aber ich will es jetzt auch nicht mehr in den Biosprit werfen. Dafür können wir Holz oder Sticks nehmen. Hier sieht es so aus, dass es mehr oder weniger voll ist. Ich habe auch noch jede Menge Schwefel geholt. Ich hatte jede Menge Eisen, ne, hier nicht Eisenoxid, sondern Oxid geholt. Ich habe die, diese vier habe ich mal geleert und hier war ich auch mal gucken. Also den Silizium habe ich auf jeden Fall geleert. Da war auch eine ganze Menge drin. Ich habe das, wie gesagt, jetzt in Beton und in Glas umgewandelt. Also das passt auch. Hier sieht es auch gut aus. Na, das passt soweit. Können wir auch mal was raustun, was hier nicht reingehört. Und mal gucken, ob wir hier noch Platz haben. Dann können wir das nämlich hier zuordnen. Momentan habe ich keine Eisenbahn. Die sind in der Glasproduktion mit draufgegangen. Da brauchen wir immer ein Eisen mit dazu. Ansonsten haben wir hier noch 13 Bahnen übrig. Kohle ist genug da. Unser Fabrikator macht da auch genug. Hier sieht es dementsprechend so aus. Den Boden könnte man dann mal austauschen bei Gelegenheit. Das war ja immer dann bloß die andere Taste drücken. Aber das sollte uns auch angezeigt werden. Ihr habt es ja schon etliche Male geschrieben, wie es funktioniert. Also wer lesen kann, ist da klar ein Vorteil. Ne? So, dann habe ich hier ein bisschen Haut reingetan. Also Leder sozusagen. Weil wir einfach... ja, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte. Und ich werde das aber jetzt mal ein bisschen rückgängig machen. Aus dem einfachen Grund, weil wir vielleicht dann irgendwie irgendwo mal was brauchen. Und deswegen habe ich es immer gerne sortiert, so dass es passt für uns. Ihr seht auch hier, das Obsidian habe ich jede Menge geholt von den Lavagesteinen. Haben wir jede Menge angehäuft. Also da können wir dann auch in Zukunft die Produktion dann mal ruhen lassen. Da muss man nicht unbedingt nachfüllen. Ne? So sieht es erstmal aus. Ja, dann haben wir hier ein paar Nägel im Überschuss. Auch eine feine Sache. Auch hier was zum Reparieren. Ja, dann habe ich mal 5 Beete gemacht. Und ja, ein bisschen Zeug hier zum Reparieren etc. Ne? Genau, das braucht hier einen Platinbarren mit Sicherheit. Ja genau, Platinblock. Das Gewehr habe ich repariert und haben wir das hier da? Ja, dann würde ich gleich mal die Lampe reparieren. Wunderbar. Ansonsten sieht es hier so aus, dass ich hier halt Zeug wieder reingesteckt habe, besonders auch hier in den organischen Harz. Wir haben hier ein bisschen was produziert und das können wir auch gleich mal umwandeln. Na, dann ist das auch schon wieder weg und das passt dann auch. Sehr gut, dann haben wir das auch. Hier habe ich, wie gesagt, die Produktion für... was produziere ich denn hier? Eisen. Eisensachen. Also sprich, damit wir Stahl herstellen können. Ne? Eisenrohstahl. Und auch ein bisschen von der Carbonpaste haben wir hier hergestellt. Also das passt schon. So, dann haben wir hier alles, was so ein bisschen Weizenmehl angeht. Und auch das Samenöl. Und natürlich hier die Schießpulverproduktion. Da hatte ich jetzt auch nochmal ein bisschen was nachgelegt. Aber am Ende fehlt uns einfach jetzt... das Schwefel. Aber ich will es auch nicht alles verbrauchen. Unsere ja, Schränke sind hier auch gefüllt. Seht ihr. Und auch hier haben wir dann noch die restlichen Werkzeuge, Lampen, Sattel. Ich habe hier auch ein paar Teile vorbereitet. Ne? Deswegen hatte ich auch so viel
Zeug geholt und ja, ihr seht, es ist eine ganze Menge da. Auch hier Samen haben wir jede Menge. Das ist sehr erfreulich. Da können wir nämlich auch mal wieder was für die Tiere machen, wenn wir da unterwegs sind. Und ja, dann habe ich hier die ganzen giftigen Sachen eingepflegt, die wir brauchen. Und ja, vielleicht widmen wir uns heute mal der Biene. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann habe ich hier halt verschiedene Sachen schon drin. Alles, was so Früchte sind. Und die sind, glaube ich, hier fehl. Die werde ich mal umleiten. Genau, die können wir nämlich hier mit reintun. Und ich habe mir gesagt, wir machen das, wenn wir es brauchen. Tun wir es umwandeln. Ich habe jetzt noch 170 hier. Unsere Produktion von Biotreibstoff ist momentan gehemmt. Was könnte man denn mal nehmen? Das will ich nicht nehmen. Holz hätten wir da. Wir hätten auch noch ein paar Stöcke, hätten wir auch noch da. Ja, können wir auch mal machen. Hier können wir auch noch mal was reintun und ein bisschen Holz können wir auch nehmen. Das ist relativ schnell organisiert. Ja, mit der neuen Platin-Axt ist es so, hier, die macht zwar gut Schaden, aber wir haben kein extra Holzkohle mehr. Ja. Das ist ein kleines Manko, aber am Ende alles machbar. Ja. So, und ich werde mal gucken, dass wir hier noch einen rausnehmen. So machen wir das. So, und ups, das wollte ich nicht. Den können wir noch hier reintun. So, dann füllen die sich auf alle Fälle wieder, ne? Gut, dann haben wir hier unsere Pökelwerkbank. Ich habe wieder ein bisschen Salz organisiert. Wir waren auf 140 oder so runter. Da habe ich nochmal ein bisschen was geholt. Dann ist jetzt hier unsere Produktionsbank und da haben wir Folgendes. Wir können nämlich jetzt hier irgendwo den Brotleib herstellen. Ich glaube, das ist im Nachbarabteil. Aber wir können hier was anderes herstellen. Und das ist zum Beispiel, muss ich es bloß mal finden, wo wir es haben. Genau, hier. Shepherd's Pie soll ein sehr gutes Essen sein. Und wenn wir uns mal das dort anschauen, 10% gewonnene Erfahrung, minus 20 Nahrungsverbrauch, das ist schon was auf die Zeit gesehen. Und hier haben wir minus 20% Wasserverbrauch und 35% gewonnene. Allerdings brauchen wir hier Erdbeeren. Nun habe ich natürlich hier alles abgegrast und geguckt, wo wir Erdbeeren herkriegen. Auch das Internet hat gesagt, da kannst du lange suchen, bis du hier, ja, graue Haare wachsen. Die sind schon da übrigens. Also habe ich lange genug gesucht und dann haben wir festgestellt, das müssen wir uns von oben schicken lassen. Dann haben wir die eingelegten Karotten und die sind so das dritte im Bunde. Aber ich habe auch festgestellt im Forschungsbaum, wir können 4 essen. Im Endeffekt haben 4 Buffs. Wir müssen nur bei den Solo-Sachen da irgendwas freischalten, ne? So, der Brotteig ist ganz wichtig, den braucht man nämlich hier für das Gebäck. Das werden wir uns also heute anschauen, wie wir das jetzt regeln. Und ihr seht, ich habe auch schon was drin. Geht es euch gut hier? Ja. Was ist denn das hier? Hallo. So nicht, ne? Und da wir ja wieder ein bisschen Platz geschaffen haben, können wir auch wieder Knochen und Leder mitnehmen. Ja, das passt schon. So, ich gehe mal vorne schauen, ob hier vorne auch was um die Ecke liegt. Ja, neulich war hier wieder eine Schnecke. Das ging aber ziemlich ratzbatz, da war sie weg. Na, einmal kurz durchgeladen. Und dann war das auch schon erledigt. So, zu dem Haus selber. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht und so richtig habe ich mich hier irgendwie ein bisschen vertan. Da ja auch die Planung immer erstmal so ungefähr ist, wie ich es gerne möchte. Und ich stelle fest, ja, die Sonne ist zwar schön und gut da, aber ich habe hier immer diese Schattenseite, ne? Ja, ist aber auch nicht so schlimm. Es wird so sein. Es wird meditieren ein bisschen schwierig, weil unser kleiner Moa dann immer durchs Dach schaut, wenn wir mal gucken. Das ist ein bisschen blöd für ihn. Ja, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, ist halt so, wie es ist, ne? Ich habe mir gedacht, wir werden das ganze Haus eins nach vorn versetzen. Das Haus soll im Endeffekt 7 breit werden und es wird hier die erste Etage, wird das Dach gesenkt. Darauf kommt dann die zweite Bautrakt, was dann der Wohnbereich wird. Und dann kommt darüber noch ein Turm. Da weiß ich noch nicht genau, wie der aussehen soll, aber der wird auf alle Fälle kommen. Das wird dann unsere Energieversorgung werden. Ich hatte erst gedacht, links und rechts so ein bisschen, hier wie so ein Schloss, und dann die Türme links und rechts hochziehen so ein bisschen. Aber, naja, das wird wohl auch nichts. Ne? Ich muss gucken, wie ich es mache. Wir werden das dann Stück für Stück, ich werde dann immer ein bisschen offscreen das umarbeiten, damit wir einfach da den schnelleren Prozess haben. Genau, und dann können wir das hier mal machen. Ja, mal so eine kleine Revue passieren, was so die zukünftigen Sachen hier sind, ist, glaube ich, auch ganz nett für den Anfang. Und wir werden uns auf alle Fälle heute, ja, der, na, wie heißt es denn gleich? Der Erdbeere widmen. So, und das werden wir jetzt auch tun. Und zwar möchte ich gerne Ausrüstung anfordern. Ja, Werkstatt müssen wir da, glaube ich, und Landwirtschaft. Ich habe es noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung. Und da haben wir schon die Erdbeere hier, das müsste sein. Ist natürlich praktisch, dass wir auch Kohle haben. Durch diese misslungene Mission, ne?
So können wir uns auf alle Fälle was anfordern lassen. Und da brauche ich hier auf alle Fälle, muss ich das erstmal freischalten, leider. Und ich glaube, das gilt ja dann nur für Prometheus. Wenn ich es auf Olympus oder so freischalten will, muss ich es dann nochmal extra, ne? So, einmal herstellen. Okay. Und das müsste jetzt im Ausrüstungsinventar drin sein. Ich glaube, es sind 5 Pflanzen drin, die sollten mir reichen. Ich will nochmal gucken, ob ich noch was brauche. Kartoffeln haben wir gefunden, Tomaten haben wir, Kakao. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das brauche. Aber da die Anforderung dieser Rakete hier umsonst ist und ich rein nur die Forschung, die Entwicklung hier bezahle, ist das eigentlich erstmal okay. Was ist denn das hier? Rhabarber? Rhabarber. Hm, Pilze. Pilze finden wir irgendwo, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und ich denke, das ist es erstmal. Man kann ja natürlich noch andere Sachen anfordern, aber ich bin davon überzeugt, wir finden das auch so. Und jetzt würde ich natürlich gerne hier rüber gehen. Jetzt muss ich das, glaube ich, hier rüberziehen. Versichern will ich es nicht. Artikel gegen Verlust versichern? Nee. Und jetzt müssten die mir das runterschicken. Ja, und da kommt es. Aber habe ich noch nie gemacht. Für mich ist es hier eine absolute Premiere und ich hoffe... Oh wow, das landet sogar in unseren Arealen. Warte mal. Ich habe da nämlich was gesehen und gelesen und ich hoffe, das funktioniert. Wir riskieren das jetzt mal. Alles auf eine Karte setzen. Und zwar, was habe ich denn jetzt hier drin? 20, 40, 60, 80, 100? Das reicht nicht. Ich habe nicht alles. Warte mal, ich komme sofort. Bin sofort da. Ich hoffe, die Kiste bleibt eine Weile. Nicht, dass die mir hier davon sprattelt. So, dann kommt das hier rein. Das kommt da rein, genau. Das kann ich nochmal hier mit rein tun. Korrekt. Und dann sollte das nämlich hier alles nach oben wandern. Und ich hoffe mal, dass das alles reinpasst. Wir werden das jetzt sehen. Ich probiere das jetzt auch nicht, aber ich glaube, wenn ich das zurückschiege, müsste es mir wertgestellt werden. So funktioniert es. Das tue ich erstmal rüber, das will ich haben. Ja. Und das sind 2, 4, 6, 8, 10. Das sind also 100, 200, das sind 195. Zur Station liefern. Sende Landekapsel mit exotischem Material zurück zur Station. Und das sollte jetzt funktionieren. Wir probieren das mal. Ups. Nein, da ist noch was drin. Ach Mann, ist das dumm. Schön, wie es meinen Zaun beschädigt hat. So, und jetzt müssen wir gleich eine Aufploppung kriegen, dass es uns gut geschrieben wird. Hallo? Na, es fliegt noch. Es dockt an, es wird entladen, es wird gezählt. Und ich hoffe, es wird gut geschrieben. Hallo? Hallo? Oh wow. Ja, wenn nicht, dann haben wir Pech, ne? Aber eigentlich sollte es eine Einblendung geben. Es fliegt vielleicht noch. Es dauert heute ein bisschen länger. So, ja, toll. Da habe ich das übersehen, was hier in der Leiste ist. Ist aber auch nicht so schlimm. So, Inventar, Herstellung. Verfügbar. Ja, toll. Ja, mach ruhig. Sag mal. Ich krieg hier keinen Hinweis für eine Wertgutstellung. Nee, das ist das. Sag mal. Hallo? Umgehen hier wie die Berserker. Oder habe ich es nicht gesehen? Die Wertstellung? Hm. Nee, hier ist alles in Ordnung soweit. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ansonsten war das jetzt ein schöner Schuss in den Ofen. Du weißt ja was, ich weiß, wo wir es sehen. Vielleicht gibt es auch keine Einblendung mehr, das kann natürlich auch sein, ne? Ich glaube, es hat funktioniert, ne? Wir hatten 195, 40. Hatten wir 40? Was habe ich denn gegriffen? Cup 50 oder so. 40, 50? Ich glaube, es hat funktioniert, ne? Ich muss mir das dann nochmal angucken, wenn ich das dann hier fertig bin. Da sehen wir das ja, wo ich es bestellt habe, wo ich die Kapsel geholt habe. Es sollte funktioniert haben. Gut, okay. Aber ich hatte gedacht, da gab es früher mal hier so eine Einblendung. Gibt es nicht mehr. Naja. So, ich mache das trotzdem gleich mal, wenn wir das hier haben.
Habe ich denn die Dinger dabei? Jawohl. So, ja gut, dann haben wir die jetzt extra. Hauptsache, wir haben die 5 Stück hochgeschickt und nicht die 20er. Naja. Was steht hier? Einrasten blockiert. Warum? Warum funktioniert das nicht? Hm. Weiß auch keiner. Gut, dann setze ich die woanders hin. Hier habe ich noch. Genau, dann setze ich die hier mit hin. Ja. Na komm her. Nein, da doch nicht. So, gut, dann können wir die Erdbeeren hier anpflanzen. Habe ich die noch dabei? Ja, sehr gut. So. Okay. Dann, jetzt muss ich mal gucken. Zerstören, fallen lassen, Stapel konsumieren, konsumieren. Mit konsumieren packe ich die aus? Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen vielleicht tricky gemacht, ne? Oh wow, es hat funktioniert. Habe ich aber Glück gehabt. Da hat die gegessen, die Schachtel. War nicht schlecht. Gut, dann haben wir 5 Erdbeeren. Schicke Sache. Und dann können wir nämlich auch die anderen schönen Sachen bauen. Das nehme ich gleich nochmal mit hier. Seht ihr, und da sind wir schon wieder soweit. Da haben wir Level 51. So, und wir werden heute auch mal gucken, dass wir da was in der Forschung machen. Genau. So, das haben wir auch alles. Gut, das kann ich trotzdem mal zurücktun. Das kommt hier rein. Was haben wir hier? Das ist alles Essen. Sehr gut. So, dann kommt das erstmal hier rüber. Und das. So, dann sortieren wir das mal. Das kann raus. Das kann woanders hin. Die Lilie brauche ich, glaube ich, auch woanders. Ja, und dann haben wir das schon, ne? Für den Moment ist das erstmal okay. Fleisch können wir umwandeln. Ja. Haben wir. Gut. Kräuterbank, können wir das hier reintun? Genau. Haben wir das auch. Sehr schön. Und dann können wir hier das Tierische ein bisschen abladen. Und da haben wir das auch. Wunderbar. Gut, exotische Materie, ja, haben wir jetzt ein bisschen übersehen, dass es im Gürtel war, aber okay. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, was wir bekommen haben. Wir haben 195 hochgeschickt nach meiner Rechnung. Es waren 5, sind 100 und 95 sind 195. Wir haben 235, das heißt, wir haben 40 gehabt. Ich werde das nochmal, wie gesagt, überprüfen und dann schauen wir weiter. Gut, dann haben wir das auf alle Fälle. Jetzt müssen die Erdbeeren wachsen und wir können uns da Weile mal hier der Sache widmen. Und zwar wollte ich gerne mal prüfen, wie viel wir jetzt machen können. 40, auch wenn die sich halten, ist ein bisschen viel. Ich mache davon mal 10 Stück. 10 solche wunderbaren Möhreneintöpfe hier. Also Möhren im Glas, ne? Gut, dann haben wir hier den Brotteig auf jeden Fall. Da brauchen wir nochmal Wasser. Das ist nicht so schlimm, dann nehme ich gleich mal das hier raus. Und da würde ich sagen, wie viel können wir denn? Das ist mir auch ein bisschen viel. Ich mache mal 20. Ja. Aus dem einfachen Grund, da können wir nämlich diese Dinger hier machen. Ja, wenn wir das haben. Kann ich die schon machen? Du, warte mal, dann machen wir mal 10. Kann ich nicht herstellen. Okay. Also, da haben wir erstmal den Brotteig, das ist gut. Und daraus können wir dann das machen. Und dann brauche ich noch hier drüben, glaube ich, im Ofen muss das gemacht werden, ne? Lecker Küchli. Da brauche ich also 10 davon. Und 10 davon, also 20 Brötchen. Dafür brauche ich dann Melone und Erdbeere. Und, warte, jetzt bin ich rausgegangen. Hier brauche ich das Fleisch, Kartoffel und Tomate, die habe ich schon da. Ja, sehr gut. Gelle. So. Und dann läuft das irgendwie. Genau. Ja, das verdirbt hier halt ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Wir können jetzt sogar knusprige Kartoffeln machen. Auch nicht schlecht, ne? Aber es... Ja, es gibt viele schöne Sachen, aber... Hm, wir brauchen vielleicht nicht alles. So, ich esse trotzdem hier nochmal was davon. Ja. Gut, dann haben wir schon mal die ersten 10 Brote. Das machst du aus Mehl separat? Okay.
Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie viel brauchst du davon, wenn du das hier herstellst? Ich will 10 Stück machen. Da brauchst du 10 Stück. Und hier brauchst du... Ach, hier brauchst du die Brote. Nur dann habe ich das falsch gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Das ist das. Und da brauchst du die... Okay, gut. Braucht man sowieso die Erdbeere dann? Ist nicht so schlimm. So, 30 ist mir zu viel. Ich mache hier mal 10. So, 10 haben wir. Ja gut, 20 ist okay, ne? Gut, haben wir auf jeden Fall. Ja, geht's euch gut, oder was? Ja? So, lass uns mal reingucken. Das ist auf alle Fälle da. Na, weil ich auch die Wassertröge oder den Wassertrog würde ich dann nämlich gerne draußen platzieren. Und dann wird er durch den Regen automatisch gefüllt. Und ich habe da überhaupt keine Probleme mehr. Na? Und, ja, so sieht das mal aus. Also, wie gesagt, es kommen ja auch neue Früchte rein, ne? Bei der Erdbeere wird es hoffentlich dann auch so sein, dass wir dann ein paar Samen kriegen, wenn sich die Pflanzen hier mal, sagen wir mal, verabschieden. Na, dass sie dann zu lange eine Reproduktion brauchen, dann müssen wir sie dann mal austauschen. Gut, die wachsen auf alle Fälle. Ja, läuft. Sind die schon fertig? Nee, ne? Warte mal. Nee, die sind noch nicht fertig. Gut. Brauchen noch ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. Da werden wir wahrscheinlich dann mal kurz nachgedacht. Wir haben es jetzt ja bis zum Abend. Da werden wir die morgen früh wahrscheinlich dann ernten können oder in der Nacht. Das müssen wir dann mal gucken. Gut, dann haben wir auf alle Fälle das. Ja, ich könnte jetzt noch eine Kapsel holen und den Rest noch hochschicken. Ja, ich fand es noch gerade putzig, dass ich das hier gar nicht sehe. Ich hätte gedacht, ich sehe das auch hier irgendwie. Errungenschaften? Nee. Dass ich auch hier mein Inventar sehe. Aber nee, ist eben nicht so. Gut, als nächstes, wir schauen mal in den Forschungsbaum. Talente. Wir machen erstmal Talente. Wir machen erstmal Solo-Talente. Da haben wir 2 übrig. Da muss ich mal ganz kurz, kleinen Moment, überlegen, wo mein Zettel war. Wow. Wo habe ich denn den hingetan? Nein. Wo ist mein Zettel? Kleinen Moment. Ich muss mal kurz hier blättern. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Oh, toll. Wo habe ich denn den hingetan? Das tut mir aber... Ja, das ist... Entschuldigung. Das ist, wenn du zu viel hast. Du musst das mal rüberlegen. Okay, dann machen wir es aus dem Kopf. Ich glaube, der war es noch. Der Einzelgänger. Genau. Der war es noch. Den hat man... Hier hat man, glaube ich, nichts. Das, obwohl... Erhöhter Fallschaden wäre schon nicht schlecht. Erhöht den Schusswaffenprojektilschaden. Das ist auch eine feine Sache, ne? Besonders für uns hier. Oder sind eigentlich nochmal nachladende Geschwindigkeit und 10% Schaden. Was hat er beim ersten 5%? Ist auch nicht schlecht, ne? Hatte ich hier aber noch was? Nee, das war der richtige. Die hatte ich alle gemacht. Den Knöchel aus Stahl brauchte ich, glaube ich, noch. Aber ist jetzt auch nicht so. Irgendein von denen brauchte ich noch. War das der? Ich glaube, die Nahrungsmitteleffekte hatte ich noch, ne? Ja, ich nehme mal den trotzdem rein. So, dann schauen wir mal bei den Talenten. Da hatten wir ja nur auch einiges gemacht. Wir hatten hier unten auf alle Fälle ausgefüllt. Ich prüfe mal alles der Reihe nach. Wir haben auf alle Fälle exotische Materie. 25% weniger Gewicht. Ich sag mal, so viel haben wir jetzt auch nicht davon. Ist jetzt nicht so gravierend, ne? Gewicht von Holz wäre eine feine Sache. Da könnte man, glaube ich, noch was tun. Dass der Baum uns auf den Kopf fällt. Ja, mein Gott, dann ist es so. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit mit exotischer Materie im Inventar. Ist auch nicht unbedingt vonnöten. Gewicht von Holz. Wie viel haben wir denn? 25 Punkte. Ich mache mal 4 hier rein. Damit wären wir hier eigentlich fertig. Jagd ist so eine Sache. Na? Bewegungsgeschwindigkeit beim Ducken brauche ich nicht. Maximale Ausdauer. Erhöht die Grundausdauer. Finde ich eigentlich cool. Machen wir mal. So, was haben wir hier? 25 Ertrag durch Schlachtung. Auch eine feine Sache, ne? Ich hatte irgendwo, hatte ich noch was... Ich weiß nicht, wo das war. Ein Platz im Magen. Das ist das hier. Das hätte ich nämlich ganz gerne. Und zwar Nährwerte durch Nahrung. 25% Nährwert. Wir hauen mal hier rein. Was haben wir hier? Verderblichkeit von Nahrung. 50%. Finde ich auch nicht schlecht, ne? Was, auf was kämen wir denn hier? Trockenfleischmodifikator? Nee. Obst- und Gemüsemodifikator brauche ich, glaube ich, auch nicht. Nährwert roher Lebensmittel. Rohe Lebensmittel erstmal nicht. Keine verdorbene Nahrung essen. Nährwerte durch verdorbene Nahrung. Kommen wir irgendwie dorthin, ne? Was haben wir hier? Dauer der Nahrungsmitteleffekte.
Hergestellte Lagerfeuer verbrauchen langsamer Kraftstoff. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Was haben wir hier angebaut? Es wächst schneller. Oh, grüner Daumen. Wachstumsgeschwindigkeit und... Oh, 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 warte mal. Wachstumsgeschwindigkeit. Ja, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Nachtblüte. 23% Wachstumsrate von Nutzpflanzen bei Nacht. Finde ich auch gut. Ja, ist es aber unbedingt wichtig? Nee, hier hat man nochmal Ausdauer. Also müssen wir doch irgendwie hier reingehen. Ausdauer. Machen wir mal. Angebaute Nutzpflanzen verbrauchen weniger Dünger. Wir haben im Moment düngen wir sowieso nicht, ne? So, das ist das. Was haben wir denn hier? Ertrag durch Nahrungssuche erhöht den Ertrag durch händische Ernte. Ja, händische Ernte machen wir ja weniger. Gewährt das Rezept, um Mörser Schießpulver aus Dünger herzustellen. Aha. Gewährt Zugriff auf das Rezept zur Herstellung der rostigen Schrotflinte in der Bearbeitungsbank. Aha. Ja, das ist ja ein Ding. Was haben wir hier? Schnellwachstum. 15% Wachstumsgeschwindigkeit von eingepflanzte Natur... Ne, Nutzpflanzen. Nicht Naturpflanzen. Nutzpflanzen. Von angebauten Nutzpflanzen. Das ist aber auch nicht schlecht. Was muss ich denn da jetzt noch machen? Schaltet das frei hier unten? Ja. Ertrag durch angebaute Dings. Immer grün angebaute Nutzpflanzen vermelken nicht. Das finde ich sehr gut. Obwohl, weiß nicht, ob das gerade ein Fehler war. Denn wir brauchen ja das Vergammelte. Da weiß ich gar nicht, ob ich das noch kriege. 40% Zeit bis zum Verderben bei geernteten Gegenständen. Ach, da kriegt man es ja dann doch vielleicht über die Basis. Ich wollte aber das haben. Da musste ich hier drüben was freischalten. Auch gut. Was haben wir hier noch Schönes? Nährwert bei... Naja, das will ich ja eigentlich nicht. Muss ich aber. Und ich wollte das noch haben, ne? Platz im Magen. Da können wir nämlich jetzt 4 Essen uns zulegen. Und müssen wir mal gucken. Abenteuer. Was haben wir denn hier? Da haben wir schon mal was reingetan. Das ist sehr gut. Wasserverbrauch halte ich... Oh, das halte ich für sehr gut. Warum? Besonders in den heißen Gegenden könnte das was richtig Gutes sein. Hergestellte Energie für wiederbelebte Spieler. Das haben wir nicht. Gewichtskapazität... 10%. Ist doch für uns, ne? Ja. Was haben wir denn noch Schönes? Haben wir hier unten noch was? Kommen wir gerade nicht hin? Warum schaltet denn der das nicht frei? Hä? Wir haben keine Punkte mehr. Wunderbar, wir haben sie verbraucht. Naja gut, ich hoffe, wir haben alles Nützliche genommen. Wir hätten vielleicht mal hier noch was reinstecken sollen. Ist egal. Ne? Wohngebäude ist auch dann eine feine Sache, aber am Ende reparieren wir es sowieso. Ne? So, und jetzt gucke ich mal, wie es aussieht. Was unsere Erdbeere sagt. Hälfte. Naja, das wird gut. Was fliegt hier? Ja, hier unten sieht es auch aus wie Kraut und Rüben. Da ist sogar schon... Nö. Ist soweit gesehen, glaube ich, noch alles intakt, aber es ist eben extrem kaputt, ne? Ja, müssen wir mal irgendwann in Angriff nehmen. Was habe ich denn hier noch Schönes drin? Nix. Gut, wie liegen wir in der Zeit? Ja, knappe halbe Stunde haben wir. Ja, ich hätte jetzt gedacht... Oh, warte mal, wir können mal hier reingucken. Was gibt es denn hier noch? Ah, hier gibt es die ganzen Heißgetränke, wenn es in die Kälte und so geht. Was haben wir hier? Verkohlter Mais? Was? Ja, da müsste ich mir jetzt noch ein viertes suchen, was mir noch ein bisschen Buff bringt, ne? Das wäre es eigentlich. So, warte mal, wir können hier nochmal weiterschauen, ob wir hier das fertig gebaut haben. Jawohl. Also wir haben schon mal das. Davon habe ich ein paar gebaut. Hier, nicht gebaut. Nicht gebaut. Ne, ne, nicht gebaut. Das nehme ich mal mit. Das Wasser nehme ich mit. Die nehme ich mal mit. Brauche ich bestimmt hier drüben. Ne, hier drüben. Ne, da auch nicht. Sag mal. So, jetzt sind wir hier. Ich brauche hier das Shepherd's Pie, genau. 10 Stück. Und hier habe ich das Brot. Ich brauche noch die Erdbeere. Darauf warte ich noch. So, und wenn ich das jetzt salze, müsste das ja eigentlich alles in Ordnung sein, ne? So müsste es dann eigentlich funktionieren. Genau, Wasser kann ich mal wieder da rein tun. Wir können Sauerstoff mal wieder auffüllen. Wo ist er? Hier. Wunderbar. Ja, da hat man ja auch mal
ein paar Gefäße mehr gebaut. Unter der weißen Voraussicht für die Tierfütterung, ne? Oder eben für das Herstellen hier. Und ich habe das ja schon mal gesalzen, das andere. Da können wir das nämlich hier zusammenfügen. Können wir das mal so machen. So. Dann kann ich das Getreide hier rüber tun. Falls wir das brauchen. Wunderbar. Und ich habe 28 von denen. So, jetzt habe ich natürlich noch das eine hier im Inventar, was ich machen kann. Und das ist ja was für die Tiere, wenn wir unterwegs sind. Ne? Dafür brauche ich die Samen und ich brauche dafür Weizen. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen was. Wo habe ich die jetzt hingetan? Die habe ich jetzt hier drüben. Okay. Gut, davon würde ich mal die Hälfte nehmen. Und dann würde ich sagen, wir machen mal so ein paar schöne Sachen hier für die Tiere. Kostet halt wahnsinnig viel an diesen Sachen hier, aber ja, wird schon passen. So, irgendwo hatte ich das auch hingetan, den Rest. Nur frag mich mal, wo. Da ist es auch nicht. Hat man das hier reingetan? Nee. In die... hier ist es auch nicht. Da ist es auch nicht drin. Keine Ahnung, ich muss es mal suchen. Nö, haben wir gerade nicht zur Verfügung. Hier ist es auch nicht. Denn das ist was, was wir dann den Tieren auf Reisen geben können. Und dann rennen die wie von der Tarantel gestochen. Ja. So, ein bisschen Ruhe hier reinbringen. Gut, das haben wir auch. Und das verdirbt ziemlich schnell, das ist Obau. Das ist aber der Hammer. So, gleich mal ein bisschen salzen hier. So, wunderbar. Okay, was haben wir denn noch hier? Das ist erstmal das. Ja, das ist erstmal okay. Das verdirbt mir jetzt auch nicht, bis auf die Möhre. Das ist aber nicht so schlimm. Da kriegt man ein bisschen verrottetes Zeug rein. Und hier brauche ich jetzt noch davon. Und das Brot hatte ich ja dabei. Mhm. Oder brauche ich die Dings? Ja, das Brot verdirbt mir auch. Bringt das was, wenn ich das salze? Ja. 100% Dauer. 1600 Sekunden habe ich gerade gesehen. Krass. Verdirbt das auch hier? Nee, das kann man nicht salzen. Gut. Okay. Ja, wunderbare Sache. Ja, ich bin gleich soweit mit euch. Nee, das lassen wir mal so, das läuft. Und hier haben wir ein bisschen was zu trinken. Nee, das war doch schon richtig, siehst du. Tue ich das mal rein. Also wie gesagt, ich werde das dann hier ein bisschen umbauen, das Haus. Ich will es ein bisschen gemütlicher, ein bisschen kleiner, ein bisschen enger. Also unten den Bereich brauchen wir ja für die ganzen Industriesachen. Das brauchen wir schon. Aber, ja. Ach, eins reicht zu. Dann haben wir das erstmal wieder voll. Ja, und jetzt durch den Regen, wenn ich ja jetzt drei, vier solche Dröge draußen hätte, reicht das auf alle Fälle bis zum nächsten Regen. Ne? Aber deswegen würde ich das gerne nochmal ein bisschen anders gestalten. Ja, alles kann man nicht vorher wissen. Ja, man könnte es später dann wahrscheinlich vielleicht auch mit einem Wasserschlauch, mit einer Pumpe setzen. Na, das gibt es ja auch im späteren Verlauf, habe ich mir schon angeschaut. Sind wir aber noch ein bisschen entfernt. Ja, und dann schauen wir einfach mal, ne? So, nächste Aktion wäre auch dann eigentlich die ganzen Förderer auf Elektrik umzustellen. Nur da müssen wir halt schauen, ne? So, ich gehe mal in den Rang 2. Wir gucken mal, ob wir hier noch was freischalten wollen und können. Die einfache Bank, das Angeln, das lasse ich erstmal. Bam, 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 Armbrust hat man hier, glaube ich, noch irgendwo. Die würde ich natürlich dann schon ganz gerne mal bauen, sodass man die dann auch mal verlangsamt. Du bist verlangsamt. Minus 50%, was? Warum denn das? Für 5 Sekunden. Wahnsinn. Also ich mache die trotzdem mal. Ich schalte die mal frei. Wir nehmen Eisenbolzen, Kupferbolzen können wir nehmen. Eisenbolzen. Okay.
Macht wahrscheinlich dann im Schaden einen Unterschied, ne? Was haben wir hier? 85, 95, 20%. Boah, die Kupfer sind besser. Kosten weniger. Wobei Kupfer ist ja auch jetzt nicht so leicht ranzukommen. Was? Wieso sind die Kupferbolzen besser? Verstehe ich nicht. Und hier hat man die Stahlbolzen. Und was haben wir noch? Obsidian. Die machen eine Brennwunde. Das ist natürlich auch was, ne? Minus 25% Gesundheit. Chance, das Projektil kaputt. 15% Chance, den Treffer Verbrennung zu verursachen. Ja, die machen einen Projektilschaden und dann nochmal einen Schießschaden. Ich denke mal, das ist der Verbrennungsschaden. Das ist natürlich auch was. Die brauchen dafür aber das. Gut, ich würde mich mal für die Kupferbolzen entscheiden erstmal. Warte mal, jetzt bin ich rausgegangen. Wir machen das mal so. Die bauen wir jetzt noch und dann sind vielleicht auch die Erdbeeren fertig, ne? Erdbeeren würde ich jetzt schon ganz gerne noch auf die Reihe kriegen. Wo baue ich das im Anbau? Jetzt brauche ich Leder, Holz, Eisenbahn und Nägel. Leder, Holz. Müsste ich eigentlich alles im Anbau haben, aber man weiß es nicht. Ja, da habe ich nichts mehr, ne? Das ist nämlich das Problem. Am Amboss. Habe ich da jetzt genug? Ja, das reicht. Oh, das reicht aber gerade so. Wow. Gut, dann stellen wir das mal her. Und die brauche ich Kupfer dafür. Wow, da habe ich ja gerade mal. Nee, wir haben mehr davon. Warte. Das will ich natürlich schon testen, ne? Ob das hier. Warte mal, Amboss ist hier drüben, der kleine. Ja, wie viel kriege ich denn jetzt? 105 Pfeile. Mach mal das hier. Wir wollen es. Ich will ja jetzt nicht so einen extra Stapel haben. Warte mal, wo war's? Nee, Kupfer war hier. So, Kupfer kommt hier hin. Der kommt da hin. So, da haben wir zumindest schon mal die Armbrust. Die hätte ich gerne da. Das Gewehr. Die Axt. Das Messer und das. Ich habe das andere Messer rausgetan für den Moment. Finde ich okay. So, haben wir. 90, das passt. So, hier werde ich nochmal die Lampe gleich reparieren. Das müssen wir, glaube ich, hier machen. Genau. So, warte mal, habe ich jetzt noch was drin hier? Holz hätte ich noch drin. Das brauche ich im Moment nicht. So. Leder. So, wir prüfen mal, wie es aussieht hier. Mit dem Essen. Haben wir das jetzt produziert? Wo ist es denn? Shepherd's Pie. Haben wir. Und das andere hier? Da fehlen mir die Erdbeeren. So, ich prüfe nochmal, ob die Erdbeere jetzt fertig ist. Vielleicht haben wir Glück. Oh, das sieht gut aus. Nein, du sollst doch nicht. Noch einer? Hallo? So, ja, da muss ich mal auch eine Reparaturrunde machen. Auch mal die Schränke, weil da bin ich auch ab und zu mal mit der Faust dran geknallt, aber. Ist halt so. So, gut. Die Erdbeeren haben wir. Wir haben sogar von den Erdbeeren jetzt bekommen 6 neue Erdbeersamen. Das ist doch schon mal eine feine Sache. Weißt du, wenn wir schon mal hier sind. Wir brauchen sie immer für Treibstoff. So, die sind noch nicht so weit. Sehr gut. Das kann ich mitnehmen. Na. Da haben wir was zu viel. So. Und die Erdbeeren kommen auch hier rein, ne? Wunderbare Sache, dann haben wir schon mal das. So, dann kann ich das hier rüber tun. Das kann ich auch erstmal hier rüber tun. Die Erdbeeren. Wow, wie viele Erdbeeren hat das gebracht? Boah. Boah. Das ist ja mal heftig, oder? Oh, hier können wir Erdbeeren im Glas machen. Erdbeermarmelade. 20% gewonnene Erfahrung. What? Da mache ich mal eine. Wir haben ja 4 Plätze.
Wie krass ist das denn? So, ich brauche die Melone. Die Melone hat es umgewandelt. Das ist ja ein Ding. So, nehme ich mal mit. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. So, jetzt hätte ich aber trotzdem gerne hier... Wie viel können wir denn machen? Ne, so viel will ich nicht. 10 Stück reichen mir erstmal. Herstellen. Wunderbar. Ja. Na komm her. So. Ja, da haben wir schon mal... Ja, ob die geteilte dasselbe ist, weiß ich nicht. Na? Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das wird schon passen. Gut, das können wir da zusammenrühren. Das kann ich mal mit reintun. Das können wir hiermit zum Verderben zurücklassen. Na, warte mal. Haben wir denn hier noch was? So. Hier kommt das Mehl mit rein. Wunderbar. Knochen. Das. Dann haben wir die Knacker haben wir gemacht. Das ist sehr gut. Und die Erdbeeren haben wir auch gemacht. Das passt. Warte mal, das muss ich mal wieder mitnehmen. So. Das kommt rüber. Glas kommt hier auch nicht rein. Glas tue ich hier mit rein, genau. So, dann würde ich das mitnehmen. Jupp. Das ist hier fertig. Jawohl. Und das werden wir gleich mal auf die Hügelbank tun. Siehst du, da kann ich wieder ein bisschen... Das ist schon krass, ne? Das ist schon gepögelt. Muss ich das hier noch? Ne, das geht nicht. So, und das müsste man jetzt auch nehmen. Und dann wäre das eigentlich das vierte, ne? Siehst du? Dann haben wir 4 Buffs. Also das mit der Marmelade gefällt mir auch gerade richtig gut. Das muss ich mal so sagen. Zumal wir ja auch genug Erdbeeren haben. Und dann mache ich mal so 9 Stück herstellen. Wie ist das von der Zeit? Von der Zeit sind die sind die fast ähnlich, ne? Naja. Schön. Gut, das kann ich schon mal hier reintun. Wunderbar. Genau, und dann läuft das. Tolle Sache. Jupp, das läuft. Hier läuft's auch. Schön. Das können wir mal so machen. Und hier könnte ich jetzt sowas rausnehmen. Und zwar kann ich die rausnehmen. Und das andere muss ich mal lassen, ne? Ja. Toll. Kann ich die zumindest schon mal hier rüber tun, weil die brauchen wir bloß hier. So. Sehr schön. Wie viel könnte ich denn machen? Ja, dann mach doch mal. Dann sind die auch verarbeitet. Sehr gut. Okay. Jetzt habe ich wieder ein Glas hier. Warum habe ich hier immer ein Glas? Verstehe ich auch nicht. So, Erdbeeren haben wir. Das Glas kann ich hier rüber tun. So, die haben wir auch. Ich tue die nochmal pügeln. Und dann haben wir auf alle Fälle heute das neue Essen. Wir haben uns Erdbeeren organisiert. Wir haben 4 Essensslots jetzt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, was ihr für Essen nehmt. Ich habe mir jetzt das rausgesucht. Ob es noch was Besseres gibt für den Moment. Ob wir noch was Besseres herstellen können. Und ob vielleicht bei der Erdbeermarmelade bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir erhalten nochmal 10% gewonnene Erfahrung und 10% geteilte. Gut, wir spielen nicht im Multiplayer. Aber nochmal 20% gewonnene. Und ob gewonnen, erhaltene von geteilter Erfahrung, ob das dasselbe ist, wie wenn wir sie erhalten, sage ich mal. Ne? Ob das dasselbe ist oder ob das was anderes bedeutet. Das wäre mal so eine nette, informative Sache. So, warte mal. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich aber mal reparieren. So, dann werden wir demnächst mal schauen, ob wir hier noch eine bessere Rüstung bekommen. Ja. Ob wir da noch was tun können. So, und dann ist es das erstmal. Warte mal, das kann ich noch hier rüber tun. Wo kommt das mit dem Brot hin? Das Brot war hier, ne? War das Brot hier? Nee. Brot war hier. Für die Sachen war das das. Da haben wir das. Und hier haben wir das Brot. Genau. Okay, dann kann das hier mit raus. Korrekt. Und das ist dann was für, wenn wir unterwegs sind. Ne? Wenn wir den Sattel hier einpacken, müssen wir die Dinger mitnehmen. Definitiv.
Dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir wieder in die Höhle gehen, können wir auch das gerne mal mitnehmen. Ja. Und da haben wir hier wunderbares Essen. Das ist alles. Aber warum tut denn das trotzdem verderben? Weil das nicht im Glas ist, ne? Hm. Hätte ich das überhaupt machen müssen, wenn das im Glas ist? Das werden wir mal demnächst testen. Gut, Freunde. Etwas länger geworden heute. Aber wichtige Sache. Erdbeeren haben wir angepflanzt. Wir haben vier neue Essen. Vier gute neue Essen. Und hinterlasst mir doch gerne mal eure Meinung, ob es was Besseres gibt, als was ich jetzt habe. Ich denke mal zum späteren Zeitpunkt schon, aber für den jetzigen Moment, für unseren jetzigen Status. Das wäre mal eine interessante Info, weil dann würde ich auch gerne nochmal umschwenken. Nicht jedes Essen muss man haben, aber für den Moment finde ich das so gesehen in Ordnung. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, macht's gut, ciao, ciao, auf bald.